Hallo YouTube und herzlich willkommen zurück zu Phasmophobia, heute im Prison. Wir gehen wirklich durch jede Map gerade durch. Und Prison mag ich überhaupt nicht. Aber, okay. Von dem der Jagd, Kruzifixjagd verhindern und Geister-Eventen. Herzlichen Glückwunsch, ey. Jason Barber. Reagiert auf, wir sind nicht sicher. Wissen wir nicht so, aber ihr macht das schon, Jungs. Ihr seid unsere Besten. Das sagen die auch jedem, der da reingeht, übrigens, wie ich mal gesagt habe. Spieldose. Was hast du? Wir haben die Spieldose. Ah, jo, da im. Ja, sehe ich schon. Ja, ich habe eigentlich einen dicken Durst, aber. Ja. Geht nicht. Oh, die ist neu. Oh, guck mal. Hiding Spot. Gut. Einfach. Lass mal direkt mal auf. Am ne? Anfang. Das Prison spiele ich eigentlich gar nicht gern tatsächlich, aber wenn wir schon mal durch jede Map durchgehen, dann gehört ja Lore dazu. Highschool, also Highschool und Prison brauchen dringend beide einen Rework für dich, die machen mir beide keinen Spaß. Keine Ahnung, ob das ein Hiding Spot ist. Könnte sein, kann nicht sein. Gehen wir erstmal nach oben, da können wir besser gucken, ob der überhaupt einer ist. Das stimmt. Ein bisschen Glück ist ja oben im Bürogebäude oder so, dann geht's noch einigermaßen. Ich hoffe nur, der ist nicht in irgendeiner Zelle, weil das ist halt absoluter Abfuck. Bist du hier? Jason Barber, gib uns ein Zeichen. Ich uns jetzt so eine Sitzbank entgegen, so die! Hat eine Tür gehört. Das ist Tür gehört. Ja. Es war da unten. Da ist der im Speisesaal, Alter, was? Das Geräusch habe ich gehört. Bist du hier? Gib uns ein Zeichen. Bist du hier? Jason Barber, gib uns ein Zeichen. Das mochte ich auch von Anfang an so nicht. Das Problem ist, die Räume sind zu groß, die Gänge sind zu groß. Kurz sie fixieren im Raum nicht oder nicht, ist dem Geist doch egal. Ja, das stimmt. Wenn der wirklich hier ist, dann kannst du die Kruzifixer sein lassen. Bist du hier? Gib uns ein Zeichen. Da ist er hier ja gar nicht, man weiß es halt nicht, ne? Richtig. Hört ja nur immer ungefähr die Richtung. Es könnte jetzt auch hinten der Zellenblock sein. Das sind halt so Fragen. Ja. Das Schlimme ist halt, die Sanity drained so abartig schnell zu zweit auch. Würde mich gar nicht wundern, wenn wir schon gleich in Hunting Range sind. Bist du... Er huntet. Hörst du was? Nee.
Hinter mir, hinter mir, hinter mir. Oh, Glück gehabt. Der Hand war vorbei. Wow. Alter. Der ist irgendwo in dem Zellenblock. Der kam nämlich jetzt her. Ja. Oh. Lass uns erstmal in die Kameras gucken, ob wir irgendwas über die Kamera sehen. Ach, ja. Hier ist der Hiding-Spot, den ich total vergessen. Nee, macht ja Spaß so. Weil mit dieser Ausdauer, die man hat, dass man so überhaupt nicht sprinten kann, weißt du? Gerade auf so großen Maps, nee. Ist das halt extrem nervig. Aha. Wir waren ja noch über 60% Sanity. Haben wir etwa einen Dämonen? Das würde sehr schön passen, Freunde. Die Kamera brauchen wir denn da? Oben die Kamera. Ja. Los, ey, was soll ich darauf sehen? Gar nichts. Aber so lange, wie der gebraucht hat, ne? Ich meine, ich weiß das ja nicht, aber kann das sein, dass er dann oben irgendwo war in den Blocks? Ja, das kann schon eher sein, ja. Der war nicht unten. Wow, nee. Die Kameras sind echt eine große Hilfe. Wenn das hier der Zellenblock. Ja, das ist der Zellenblock, genau. Okay. Da sehe ich ja viel drauf. Mann. Okay, aber ich würde jetzt erstmal einen Dämon raten, grundsätzlich. Weil der hat halt recht früh gehuntet. Dann würde ich jetzt aber sagen, nehmen wir mal eine Pille jeder. Dann sind wir wieder auf 90, 100. Warte. Und dann scheiße ich auf Fotos. Ich nehme dann mal noch eine. Das Kruzifix können wir uns auch knicken eigentlich. In dem großen Räumen, ja. Ich nehme Dots mit. Ich nehme hier die Geisterbox. Oder hatten wir die schon? Nee, hängt ja noch. Ich werde oben auf die Brücke lege ich das Dots hin. Und zwar beide, ja. Würde ich sagen. Beide Dots, so. Was brauchen wir sonst noch? Wenn du noch einen Slot hast, nur ein Geisterbuch. Ich hab noch, warte mal. Ja, das stimmt. Ah, warte mal eben. Dots kann der Dämon gar nicht sein. Aber gut, vielleicht ist es ja auch gar kein Dämon. Kann auch sein. Ah ne, ich hab kein Slot mehr. Der hat noch nicht weitergemacht. Okay. Hast du jetzt eine Pille genommen gehabt? Ja, ne? Ja. Gut. Ja. Stopp, do not enter. Ach so, ja, dann können wir da gehen, ne? Ja. So, hier haben wir schon mal Verstecke. Genau. Nicht verjasst. Dürfen wir nur dran denken. Ah. Auf einmal kam der halt angesprintet, weil er hat mich natürlich da gesehen, weißt du? Der Penner, ey. Jetzt erstmal nach oben und werde mal zusehen, dass ich oben die beiden Dots auf die Brücke lege. Zuerst mal das Main Goal dieses kleinen Angriffs hier. Aber der hat lange gebraucht, um zu mir zu kommen. Ich lege hier unten eine Kamera hin. Thank you.
Es kann eigentlich nur ein Dämon sein. Aber ich lege trotzdem einmal die Dots oben hin und dann raus hier. Ja, ich lebe noch, raus hier. Das ist 100 pro ein Dämon, es geht gar nicht anders. Weil wir haben unsere Sanity aufgepusht. So schnell sind wir nicht wieder runter. Können wir zumachen als Line of Zeitschutz? Alter, der röchelt sich hier die Lunge aus, mein Spieler hier, ne? Ah, da bist du ja. Ja. Ich hab mich halt direkt im Raum versteckt. Nicht gesehen, zum Glück. Ja, sehr gut. Er huntet. Einfach in den Schrank verstecken. Ja, genau. Es muss ein Dämon sein, es kann eigentlich nichts anderes sein. Ja. Ich weiß nicht, ob der Hand vorbei ist. Ich gehe nur davon aus. Und? Ich höre zumindest nichts. Eigentlich kann er uns hier hinten noch gar nicht erreichen, derzeit. Eigentlich muss es echt ein Dämon sein. Ich wüsste jetzt nicht, was es sonst sein soll. Ja. Ja, unsere Sanity war wieder. Also meine ist noch über 60, okay. Wir waren aber vorhin höher. Ja, also es kann eigentlich nicht sein. Okay. Dort sieht man schön. Na, siehst du wunderschön. Habe ich schön dahingestellt. Ganz schön, hast du das gemacht. Ja, Problem ist nur, Dots hat Dämon nicht. Deswegen ist es sowieso egal. Aber ich sage, es ist ein Dämon. Ja, ich hab's auch angegeben. Ganz ehrlich, ey, Sanity ist schon tot, bevor wir da sind, also. Ja. Will ich mal alles Geld verlieren. Nice. Jawohl. Entkomme während einer Jagd. Das war aber auch nur im Sack Haaresbreite, ne? Also. Ja. Eieiei. So, warte mal, detaillierte Statistik zum Geist. Er hat seine Fähigkeit dreimal benutzt und dreimal gejagt. Das heißt, unsere Sanity war dreimal über Hunting Range. Er kann halt immer hunten, das ist seine Fähigkeit. Weißt du? Ja. Er hat also ja. Dreimal mit seiner Fähigkeit gehuntet. Nicht, weil er es kann oder weil er durfte, sondern weil er es von seiner Fähigkeit aus gemacht hat. Der Penner. Ja. Camp, okay. Ja, jetzt muss ich gerade mal eben gucken. Maple Lodge Campsite? Ne, wir nehmen Camp Woodwind, das ist das kleine Camp. Mhm. Meine ich zumindest. Hoffentlich vertue ich mich nicht. Aber dann haben wir alle Maps durch. Heute Abend. Ja, ist das kleine, Camp hier. Findest du einfach schade, dass die neuen Maps jetzt schon diese geileren Karten haben und die alten Maps einfach nicht? Das ist halt schöner, die Karte so. Alright, we're here. Take a look at the equipment and prepare accordingly before starting the investigation. Hey, Mark. Got the intel. So. Mark, guck mal, es ist so etwas schade, dass die neuen Maps diese geilen Karten haben. Die alten immer auch die alten Linkskarten, ne? Ja. Während der Jagd ein Smatschen, entkommen sie der Jagd und EMF-Gerät. Alles klar, alles klar. Hier ist jetzt erstmal nicht so groß. Die Karte ist relativ klein, das ist ganz schön. Hier gibt es jetzt auch nicht viel zu sehen. Sehr altes Tor. Bist du hier? Gib mir ein Zeichen. Oh, hier ist ein Hiding-Spot. Hier direkt am Tor. Guck mal hier.
In den Kisten? Also in den Kisten, ja, okay. Aha! Ich hab doch gerade hier schon was gehört. Er packt doch hier die EMF-5. Minus 0,7. Ja, egal, Gefriertemperaturen. Gin Shade Oni Zwillinge. So, was haben wir? 5 und Gefrier. Okay. Was geht denn mit dem? Bitte. Alter. Schade, das hat nicht gezählt, das auch. Bist du hier? Bist du hier? Bist du alt? Schreib ins Buch. Ich glaube, ich habe gerade woanders noch was gehört. Okay. Könnten dann Zwillinge sein, wenn es wirklich so ist. Ja. Daniel, dachte, du hast wieder damit zu viel damit zu tun, in dir rumzuspielen. Woher soll ich denn wissen, dass du Lust zu spielen hast? Ich habe hier drüben noch was gehört. Gib mir ein Zeichen. Bitte. Gib mir ein Zeichen. Aber wenn du willst, wichtig ist, dass der Hiding Spot direkt da ist. Das ist immer gut zu wissen, ey. Schreibe ins Buch. Gib mir ein Zeichen. Schreibe ins Buch. Oh, nicht so ein Zeichen. Das kannst du behalten. War das nur ein Event? Ich weiß es nicht. Ich bin einfach im Kreis gelaufen. Jetzt habe ich mein ganzes Equipment habe ich jetzt weggefeuert. Hier liegt mein EMF. Da raschelt es irgendwo im Gebüsch. Ja, dann Daniel. Das Tor ist aber noch auf, das müsste ein Event gewesen sein. Ja, lass mal kurz rausgehen. Ja, Daniel, kannst du ja nächstes Mal mitmachen, wenn du willst. Also jetzt nächste Runde, wir sind gleich fertig. Wir gewinnen das hier gerade mal eben. Anemone, wenn du Bock hast, auch. Wir haben Zeit, wir haben Platz, wir haben noch zwei Slots frei. Marc, wir haben es auch drauf, unsere Kameras direkt voneinander zu stellen, ne? Ich wollte es mal gesagt haben. Ja, du machst das jedes Mal. Ja, ich habe halt, ich hab halt einen Ständer im Gegensatz zu dir. Was kann ich denn dafür? So. Dort, da haben wir's. Wir haben ein Oni. Ein Oni. Jetzt müssen wir noch eine Hand auslösen. Jawohl. Ein paar Bilder kriegen wir schon auch gemacht. Kein Camp. Wir haben jetzt, Daniel, wir haben jetzt jede Map einmal durchgespielt. Das heißt, wir können dann spielen, was wir wollen. Also sind wir nach der schon durch? Ja, haben wir alle Maps gespielt. Ja, cool. So, was brauchen wir denn noch alles hier? Oh cool, das ist wirklich zu viert. Ja, nice. Sehr
Das stelle ich mir sehr lustig vor. Das wird verdammt cool. Freue ich mich drauf. Gib mir ein Zeichen. Das Schöne ist, ich habe hier einen Hiding-Spot direkt nebenan. Weißt du, soll er noch handeln? Ist mir doch egal. Hallo. Hast schon 4 Weingläser, Intus. Ich habe schon ganze 2 Pepsi-Gläser Zero drin. Ja, also... Mit mir ist heute auch nicht mehr zu rechnen. Er hat die Lampe angemacht, wie cool ist denn das? Eigentlich muss hier irgendwo noch eine Fotokamera liegen. Die habe ich aus Panik irgendwo weggeworfen. Hier ist eine. Nächstes Event ist Event. Boah, ey, ich erschreck mich jedes Mal. Keine Ahnung, ob das auch noch gezählt hat, könnte schon viel zu spät sein. War schon zu spät, schade. Hier haben wir 5, okay. Alter, der geht so ab! Ein Event nach dem nächsten, ey. Hi! Der ekelhaften Nacken. Oh ja, Partygame. Für jedes Event ein kurz. Jetzt Hunted. Oh, jetzt aber. Ja, ist kein Problem. Der Hiding-Spot ist da vorne, ne? Ja, komm her. Smatschen! Fertig. Oh, das sieht aber hübsch aus. Der Lichterkette in der Mitte. Schön. Ja, ja gut. Unsere Sanity jetzt im Eimer, es wundert mich nach den ganzen Events jetzt aber irgendwie nicht, ey. Event. Okay, nice. Jawohl, sehr schön. Ja, Oni, der alte Partygeist, ey. Heute oft gehabt schon. Welcome back. I've prepared some jobs for you. Oh, ich hab den Knochen mal wieder ignoriert, wie üblich. Sehr gut. Viele Bilder haben wir auch nicht gemacht. Egal, gewonnen ist gewonnen. Egal, hab ich grad sagen, genau. Sehr schön.